Oh ja, Marshmallows schön hier über den Süßkartoffeln. Das ist nicht unser Dessert, das ist unsere Beilage. Willkommen zurück bei unserem Thanksgiving-Menü. Heute kümmern wir uns um die Beilage für den fantastischen Truthahn, den wir natürlich auch noch zubereiten werden. Und zwar wird es geben mit Marshmallows überbackene Süßkartoffel. Ein Auflauf sozusagen, ist auch ein klassisches Thanksgiving-Gericht oder eine klassische Beilage für den Truthahn letzten Endes. Hier haben wir unsere paar Zutaten, die wir dafür brauchen, schon parat gelegt und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Vor mir liegend ein guter Haufen Süßkartoffeln. Dann natürlich zum Überbacken hier die Marshmallows. Die geben natürlich auch noch eine ordentliche Portion Süße zu den ohnehin schon süßen Süßkartoffeln. Und als Gewürze hier haben wir Zimt und Ingwer und Butter kommt auch noch zu unserem Auflauf. Und das ist dann im Wesentlichen schon alles. Zunächst einmal für unseren Auflauf müssen wir hier unsere Süßkartoffeln weich grillen. Den Grill haben wir uns schon vorbereitet. Wir haben hier wieder eine indirekte Zone. Hier haben wir uns die Glut zurechtgelegt und jetzt einfach die Süßkartoffeln, die können hier in der Schale bleiben, in die indirekte Zone legen. Sodass sie uns nicht verbrennen jetzt. Und da werden sie circa bei 220 Grad Celsius eine Stunde grillen, bis sie weich sind. Vielleicht braucht es ein bisschen länger oder kürzer, einfach die Garprobe machen mit einem Messer oder irgendwas anderem scharfen reinstechen, ob sie schön weich sind. Und dann werden wir uns wiedersehen. Eine Stunde ist jetzt vergangen. Wir schauen einmal hier mit diesem Holzstäbchen, pieksen wir in die Kartoffeln und schauen mal, ob sie auch alle gar sind. Oh ja, kommt schon der Saft raus. Und das Holzspießchen gleitet mühelos durch die dickste Kartoffel hindurch. Das heißt, sie sind alle schön weich gegart. Dann holen wir sie jetzt herunter. So, vielleicht muss man die auch einen Moment ein wenig auskühlen lassen, weil die sind natürlich jetzt schön heiß von der Grillerei. Müssen wir mal schauen. Aber dann haben wir sie jetzt erstmal runtergeholt. Machen den Deckel wieder drauf. Die Kartoffeln werden jetzt nur geschält. Dann schauen wir mal, ob wir die überhaupt nehmen können. Zur Not können wir auch mit der Gabel mal reinstechen und sie so aufspießen. Falls sie zu heiß sein sollten. Und man sieht natürlich, wenn man die Schale abnimmt, dass sie sofort anfangen zu dampfen. Die werden wir jetzt alle schälen und dann kommen sie hier in dieses Gefäß hinein. Einfach ausschneiden, dann kann man sie ja eigentlich schön hier aus der Schale pellen. Vielleicht dann noch so ein Knötzchen, das schneide mal ab. Oh, der Duft von gebackener Süßkartoffel. Einfach verführerisch. Süßkartoffeln gehören zu Thanksgiving auf jeden Fall dazu. Genauso wie Marshmallows. Alle Kartoffeln sind geschält und dampfen hier vor sich hin. Dann werde ich sie jetzt mit einer Gabel zunächst einmal ein bisschen zerdrücken und dann die anderen Zutaten dazugeben. Und die sind ja schön weich gegart hier, wunderbar karamellisiert und duften fantastisch hier, die Süßkartoffeln. Die lassen sich auch schön mit der Gabel dann zerdrücken. Können ihr noch ein bisschen vor sich hin dampfen. Der Duft ist einfach verführerisch. Wer Süßkartoffeln liebt und Marshmallows, der wird ja bei dieser Beilage auf seine Kosten kommen. So, alles soweit zermatscht schon mal, zerdrückt. Dann geben wir jetzt die anderen Zutaten dazu. Und zwar nehmen wir von unserem Zimtpulver hier, von unserem gemahlenen Zimt, geben wir es dazu. Und auch von dem gemahlenen Ingwer. Die Butter nicht zu vergessen. Die schmilzt jetzt auch schön. Ist ja noch alles warm. Duftet auch schön jetzt durch den Zimt und den Ingwer. Noch Salz dazu. Denn es ist ja viel Kartoffelmasse. Das kann ja kräftig gewürzt sein. So, das Ganze hier, die Butter und die ganzen anderen Gewürze, die noch drin sind, das werden wir jetzt hier alles nochmal verrühren miteinander, dass das der Geschmack auch überall hinkommt. Und die Butter auch schön schmilzt jetzt hier. Aber das macht sie ja auch ganz schnell, so warm wie das noch ist.
So. Und dann hätten wir das auch soweit vorbereitet. Da stelle ich mir jetzt hier gerade kurz zur Seite und nehme hier eine Auflaufform, die am Ende auch auf den Grill kommt. Nehme hier gerade ein bisschen Butter, hier ein bisschen Küchenpapier, den Boden und die Seiten schön einfetten, ausbuttern. Dass uns da nichts anbackt. Hier reichlich Butter. So, in alle Ecken, schön der Rand natürlich. Überall, wo Masse hinkommt, muss auch Butter hin. Und dann geben wir jetzt in unsere ausgebutterte Form die Süßkartoffelmasse hinzu. Oder hinein. So, passt wunderbar hier rein, die ganzen Süßkartoffeln. Dann ein bisschen oder gut runterdrücken, dass überall die Süßkartoffel auch schön drin ist. Und vielleicht, dass wir jetzt hier auch so ein bisschen eine Vertiefung haben, weil es kommen ja auch noch die Marshmallows darüber, dass sie uns nicht über den Rand dann von dannen schmelzen. So. Und jetzt ist das auch soweit vorbereitet und nun spielt sich alles weiter auf unserem Grill ab. Der Grill hat 180 Grad Celsius. In direkter Zone haben wir wieder links und rechts die Grillkörbe, sodass wir jetzt hier unsere Auflaufform indirekt hinstellen können. Deckel wieder drauf tun. Und für 10 Minuten werden wir unsere Süßkartoffeln ein bisschen anbacken. 10 Minuten Grillzeit sind vergangen. Dann schauen wir jetzt mal unter den Deckel. Und es dampft auch schon. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, die Marshmallows dann hier schön gleichmäßig auf den Süßkartoffeln zu verteilen. So, und die werden jetzt dann auch gleich schön schmelzen. So, die Marshmallows sind alle auf den Süßkartoffeln verteilt. Deckel wieder drauf natürlich. Und für circa 10 Minuten wieder bei 180 Grad werden wir das jetzt grillen. Oder wenn die Marshmallows natürlich schon goldbraun oben sind. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass da jetzt nichts verbrennt. Deswegen, es kann auch ein bisschen schneller fertig sein. Es duftet hier schon wunderbar nach Marshmallows, nach Karamell. Die 10 Minuten sind jetzt auch rum und wir schauen mal unter den Deckel, wie es aussieht. Oh, wunderbar. Das sieht doch fantastisch aus. Ja, die Marshmallows haben hier eine schöne goldgelbe Kruste oder Haut bekommen. Und das holen wir jetzt so vom Grill. Fingern drunter gleiten und dann. Hier haben wir unsere klassisch amerikanische Thanksgiving-Beilage hier. Fantastisch wieder mal hier, wie das alles duftet. Ja, die Marshmallows, die eine goldgelbe Kruste hier gebildet haben, alles duftet karamellisiert und süß. Das ist die Beilage für unseren Truthahn und der fehlt dann jetzt nur noch. Bis zum nächsten Mal.